Eines Tages beschloss ein unverliebtes Paar, eine Europareise zu machen. Sie lebten in Frankfurt in einer Wohnung. Am 21. Oktober 2015 fuhren sie zum Frankfurter Flughafen. Von dort wollten sie nach Italien fliegen. Als sie dort ankamen, fuhren sie mit dem Taxi ins Hotel. Dann haben sie ein Lamborghini ausgeliehen und Pizza gegessen. Dann sind sie nach Mailand gefahren und haben Wolle gekauft. Am nächsten Tag sind sie zum Flughafen gefahren. Jetzt fliegen sie nach Frankreich. Dort haben sie sich ein Bugatti gekauft. Und sind mit der Wolle zum Schneider gefahren. Dann haben sie sich einen Anzug und ein Kleid nähen lassen. Dann fuhren sie zum Eiffelturm und haben dort geheiratet. Danach fuhren sie mit dem Bugatti nach Frankfurt und leben heute noch glücklich zusammen.